Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich habe mir mit der Quest 2 Swordsman VR angeschaut und Swordsman VR habe ich vorab schon vor längerer Zeit mit Steam VR getestet. Packe ich euch auch in die Infobox und in die Beschreibung, also definitiv mal raufschauen, könnt ihr auch ein bisschen Grafikvergleich mal machen. Es sieht natürlich schicker aus, aber mit der Quest-Version kann ich natürlich überall schnetzeln. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ich kann überall Köpfe rollen lassen. Und ja, warum habe ich es mir jetzt nochmal mit der Quest 2 angeschaut? Es gibt einen coolen Halloween-Modus. Ein Update gab es jetzt vom Zinn Studios. Und ja, jetzt gibt es einen Horden-Modus, wo wir in einer kleinen, verlassenen, ja, ein Dorf, ein altertümliches Dorf sind mit Holzhütten. Und da kommen Wellen von Zombies auf uns zu. Und Zinn Studios macht schon öfters mal so Conteste und Gewinnspiele. Und diesmal gibt es einen Contest, wo wir ja in diesem Dorf 10 Wellen überleben müssen, ohne zu sterben. Davon können wir einen Screenshot machen. Und dann könnt ihr das auf den Discord von Zinn Studios posten. Und seid mit im Gewinnspiel bei den Zinn Studios. Und es gibt, ich glaube, Rucksäcke, Hoodies zu gewinnen. Und schaut einfach mal auf dem Discord drauf, lohnt sich. Und ja, der Discord-Link von Zinn Studios ist unten in der Beschreibung. Ja, aber es gibt bei mir auch was zu gewinnen. Und zwar haben die Zinn Studios mir 4 Keys gegeben. 2 Quest-Keys und 2 Steam-VR-Keys. Also ja, die gibt es auch auf meinem Kanal zu gewinnen. Und ja, ihr müsst nur dafür eigentlich unten in die Kommentare packen, ja, dass ihr gewinnen wollt. Codewort, bindet das bitte irgendwie mit ein, ist Schnetzeln. Und dann bitte die Plattform, welche Plattform ihr gewinnen möchtet. Und ja, Einsendeschluss steht unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das nicht verpasst. Und danach wird es dann irgendwann auch einen Livestream geben, wo ich das Ganze dann verlosen werde. Ja, ich würde aber sagen, der Sebastian unter der VR-Brille, der hat sein Schwert schon gewetzt und will jetzt Köpfe rollen lassen. Und ja, ich glaube, wir lassen ihn jetzt nicht mehr so lange warten, oder? Also, viel Spaß. So Leute, willkommen bei Swordsman VR. Ich spiele jetzt hier autark mit der Quest 2. Ich habe das Game schon mal unter Steam VR gezeigt. Kann ich euch gerne auch in die Beschreibung packen und in die Infobox rein. Sieht natürlich mit Steam VR ein bisschen hübscher aus, aber ich möchte jetzt hier nochmal die Quest 2 Version zeigen. Und ja, es gibt aktuell einen Horden-Modus, einen neuen oder einen Contest. Das Team von, ja, Swordsman VR, Zinn Studios, die sind im Halloween-Modus, wie wir hier sehen, ne? Die ganzen Köpfe hier, Kürbisköpfe. Und es gibt einen Horden-Modus mit Zombies. Wir spawnen in einer kleinen Stadt. Und ja, da kommen Wellen von Zombies, die wir dann erledigen müssen. Und es gibt jetzt diesen Contest. Und wir müssen 10 Runden in diesem Dorf überleben, ohne zu sterben. Und dann machen wir bei diesem Gewinnspiel mit. Das Ganze findet auf dem Discord statt von Zinn Studio. Und ja, da können Preise gewonnen werden, wie Rucksäcke, Hoodies und so weiter und so fort. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Normalerweise generiert sich die HP wieder, in diesem Modus nicht. Wir müssen Herzen finden. Und ja, das schauen wir uns ja gleich mal an. Jeder startet mit der gleichen Ausrüstung. Ansonsten im normalen Modus hier können wir auch unsere Rüstung mitnehmen, die wir so finden. Also wir haben hier ein Skilltree, ne, Skillmaster. Hier können wir unsere Skills erhöhen, verbessern. Wir haben hier einen Schmied für Waffen. Also hier können wir uns Waffen freischalten, mal ganz kurz gezeigt. Halbschwert, Säbel und so weiter. Ne? Das kann man sich freischalten. Es gibt jetzt auch hier so eine verfluchte Axt. Die zeige ich euch gleich auch nochmal im Normalmodus. Die ist aktuell auch freigeschaltet. Dann haben wir hier einen Rüstungsverkäufer. Und ja, das Ganze müssen wir freischalten. In diesem, ja, im Horden-Modus können wir uns Geld generieren. Es gibt auch noch Arenenmoden. Und dann gibt es halt das normale Spiel, Hauptstory, bis zum Endgegner. Und ja, wir leveln immer weiter auf und werden immer besser. So erstmal das Spiel, das Spielprinzip. Könnt ihr euch aber gerne in meinem Steam VR-Modus Video anschauen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal den Horden-Contest und schauen mal, wie weit wir kommen. Und egal wann, ob ich jetzt schaffe oder nicht, diese 10 Runden zu überleben, dann zeige ich euch nochmal den Horden-Modus mit, ja, extra Waffen. Jetzt starten wir mit irgendwas. Müssen wir mal schauen, mit was. Viel Spaß. So, hier sind wir in der Stadt. Also wenn wir beginnen, müssen wir die Arme zur Seite strecken und dann Trigger oder Grip. So. Oh, okay. Machete, das ist doch mal nice. Oh, da hinten kommt schon was. Komm, ich will dich. Ich will dich köpfen. Spür meine Klinge.
Okay, mal schauen, ob wir gleich diese Herzen und so weiter finden. Kann ich den auf dem Zaun aus erledigen? Probieren wir einfach mal. Ha, da fliegt schon der Kopf. Ja, die hätten sich besser nicht mit mir angelegt. Verlasst meine Stadt sofort. Na? HP 84, okay. Ja, im normalen Modus haben wir halt Kämpfer mit Schwert und Schild und so weiter. Also wir reisen auch durch verschiedene Länder und dann hat man halt auch immer andere Gegner. Da. Müssen wir uns einfach nehmen, oder? Ah, wir müssen die Herzen essen. Okay, damit komme ich klar. Da weiß ich, was auf mich zukommt. Na komm, du kommst ja nicht vorbei. Rennen können, aber geht nicht. Das war ein sauberer Schnitt, oder? Na komm. Oh, der ist aber blutig, du. Oder matschig? Ich weiß es nicht. So, noch einmal eine HP von 100. Das ist natürlich trotzdem nicht schlecht zu gucken, wo diese Herzen sind. Da ist wieder ein Herz. Ich weiß nicht, ob die wieder verschwinden. Müssen wir jetzt mal gucken. Wenn wir gleich ein bisschen in der Bredouille sind, dann gehen wir mal dahin und dann schauen wir mal. Ja, wird schon härter, ne? Okay, komm, komm. Ist das schon Cheaten? Ich weiß nicht. Oh, hier rollen die Köpfe. Wahnsinn, wie Bowlingkugeln. Also mit einem richtigen Kurzschwert hätten wir den jetzt aufheben können. Der war nicht sauber. Der war sauber. 100. Welle 4. Na komm. Na komm. Ich weiß nicht, wie hart es bei Level 10 wird oder Welle 10. Ich finde cool, wenn die Entwickler immer so kleine Modis einbauen zu Halloween. Mal ein bisschen gruseln. Uns gruseln können. Okay, das ist das. Oh, das ist das Herz. Das ist auf jeden Fall. Holen wir uns das jetzt erstmal. Hau ab, hau ab, hau ab. Okay. Müssen wir das nächste Herz finden. Also jetzt müssen wir echt immer in Bewegung bleiben und gucken, wo finden wir die Herzen. Man kann die auch packen und dann schlagen, aber das zeige ich auch im normalen Modus. Und man kann hier wirklich greifen, die Gegner, boxen auch. Ist alles möglich. Jetzt schauen wir uns mal an. Da hier irgendwo noch. Ach, hier sind nur kleine Betten, du. Ich denke mal, nach jeder Welle kommt ein neues Herz, ne? Was wir dann finden müssen. Nee, da. Bleib da, wo du bist. Ich habe Hunger. Auf Herzen, auf Blut. Blut! Na komm. Der kommt nicht mehr wieder. So, aber wie schnell die Energie gerade runterging. Also man wird einmal gegriffen und schon haben wir hier ein Problem. Das schaffen wir auf keinen Fall bis Level 10. Na komm. 28, okay. Jetzt müssen wir ein Herz finden. Dann war's das. Das war's gleich. Es wird dunkel. Ich bin down. Also Leute, das ist echt was für Spieler, die jetzt hier wirklich so lange durchhalten wollen, bis sie 10
Level haben. Wir gehen mal ins Hauptmenü zurück. Ich will euch auf jeden Fall nochmal den normalen Modus zeigen. So, mal ganz kurz schauen, ob wir uns irgendwie nochmal Geld... Also das ist hier für die Skills, das ist normales Geld für die Waffen. Und dann können wir uns halt immer aussuchen, was wir hier gerade upgraden wollen. Geschwindigkeit des Spielers. Machen wir nochmal hier. Also die ersten drei Punkte auf drei. Und ich habe mir hier diese Axt ausgesucht und jetzt will ich den normalen Modus euch zeigen. Nicht den Event, sondern den hier, klassisch. Genau, und hier steht es nochmal erklärt. Pro Welle 30 Gold und Skillpunkte pro Welle 10 Punkte. Und so kann man sich dann halt immer weiter hochleveln. Und das ist halt auch das Coole, dass man immer wieder besser wird. Und man merkt es dann auch, dass man besser wird. Auch von der Ausrüstung her, bessere Rüstung, bessere Waffen. Und das macht dann halt Spaß. So, mal schauen, wie die Axt so ist, die wir hier. Ach, guck mal, verfluchte Axt. Boah, da müssen doch die Köpfe rollen, oder? Ich schwing die lieber mit ein. Was? Was war das denn jetzt? Okay, nochmal. Ist die verfluchte Axt doch nichts? Aber der Event-Modus hat mir gut gefallen, also dieser Contest. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Na komm. Mal Köpfen gerne mit. Komm, ich probiere mal. Nee. Okay, wir gehen jetzt nochmal zurück und wählen uns einander. Also ich mache irgendwas falsch mit der Waffe. Ach, guck mal, da eine Katze. Ach, wie süß. So, wir suchen den Säbel aus. Kann man auch hier nochmal... Ach, guck mal, zwei. Okay, dann haben wir wenigstens zwei mit. Schauen wir mal. So, was steht bei der Verfluchten? Eine verfluchte Axt zurücklässt man einem verlorenen Geist. Bei jeder Nutzung wirst du mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% geheilt. Und du erleidest schweren Schaden. Okay, gut. Das ist natürlich der Fehler gewesen. So, jetzt gehen wir aber mit anderen Waffen rein. So, jetzt haben wir hier einen Säbel und da das Kurzschwert. Wenn ihr schon mehr freigeschaltet habt, könnt ihr natürlich ganz andere Waffen hier benutzen. Da kommen sie schon. Na komm, jetzt rollen wir Köpfe. Yes! So, jetzt habe ich euch auch mal gezeigt, dass man die packen kann. Und nochmal so, wir suchen mal so einen Schnuck. Guck mal, zack. Walking Dead lässt grüßen. Na komm, der sieht aus, als ob der als erster dran will. So. Er hat Probleme mit dem Zaun. Mann! Wie geil ist das denn? Festgehalten. Kann ich nicht mehr. Na, okay. So, ich lasse mal da liegen. Also ich probiere es mal zu boxen.
Okay, das ist keine gute Idee. Gegen Zombies boxen. Aber gegen richtige Gegner kann man wirklich auch boxen. Macht jetzt hier aber keinen Sinn. Also richtige Gegner können Waffen verlieren und so weiter. Das war doch ein sauberer Schlag. Aber warum kann ich ihn nicht mehr zurückpacken? Das ist ein bisschen schade. Na komm. So. Loot. Mich dürstet es nach eurem Blut. Wie ihr seht, wir kriegen hier immer wieder neue Energie. Anders als beim Contest-Modus. Bild wird dunkel, wenig Energie und dann wird es wieder normal. Dann haben wir halt wieder aufgeladen. So, haben wir ein normales Schwert hier. Gucken, wie das funktioniert. So. Klappt doch ganz gut, oder? Du auch? Bist du auch dran? Da war ich tot. Ja, Leute. Das wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen. Hier diesen coolen Halloween-Modus mit dem Contest. Also das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und wie eben schon erwähnt, gibt es Keys zu gewinnen. Und ja, vergesst nicht unter die Kommentare was zu schreiben. Wie eben schon erwähnt. Und ja, Gewinnspiel wird dann auf jeden Fall noch stattfinden. Genau. Habe ich ganz vergessen, euch mitzuteilen. Hier ist der Kollege, also wir. Und da sehen wir immer, wie wir ausgerüstet sind, was wir gerade hier anhaben und was für eine Bewaffnung. Und ja, wie gesagt, Hauptstory habe ich in einem Steam VR-Titel gespielt und oder Version. Und die verlinke ich oben in die Infobox und in der Beschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch ein schönes Halloween-Wochenende. Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Like-Button nicht vergessen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo geben würdet. Bis dann. Tschüss.